Herzlich willkommen in der Oper Graz. Ich lade Sie ein, sich mit uns auf einen Streifzug durch die Saison 21/22 zu begeben. Die Spielzeit eröffnen wir mit einer der packendsten Opern von Giuseppe Verdi. Vielleicht haben Sie die Musik schon erkannt, Die Macht des Schicksals. Welche Gewalt dem Unerwarteten, dem Unvorhergesehenen innewohnt, haben wir alle in den vergangenen Monaten in ganz unterschiedlicher Weise erlebt. Diese Macht des Schicksals hebt auch das Leben der Figuren in Giuseppe Verdis so aufwühlender Oper aus den Angeln. Zu Beginn löst sich ein Schuss und nichts ist mehr, wie es einmal war. Die ganze Welt spricht von mir. Das wusste ich gar nicht. Ach, schauen Sie. Ich bin eine Diva. Ich bin eine Filmdiva von Format. Wo hab ich nicht schon überall gedreht? In quasi jedem Land dieser Welt. Aber Südamerika, das ist neu. Und ich liebe es. Oh. Heute habe ich einen Caballero auf der Straße getroffen. Er hat mir die Hand geküsst und er hat mich erkannt. So bekannt bin ich. Ich bin ein Star. Unglaublich. Ich liebe mein Leben. Oh ja. Oh, ich glaube, ich muss zu meinem Auftritt. Wobei, eine Diva kommt doch immer zu spät. Herzlich willkommen im Sherwood Forest. Ja gut, der Wald, vielleicht ist er ja da drüben. Schauen wir mal. Naja, noch kein Wald, aber wir kommen der Sache näher. Wenn ihr ganz leise seid, dann könnt ihr schon die Bäume wachsen hören. Die Bühne der Oper Graz wird nämlich gerade zum Sherwood Forest. Wirklich, ab dem 13. November könnt ihr euch selbst überzeugen. Kommt doch einfach vorbei. Little John und Bruder Tuck werden auch da sein. Und natürlich Robin Hood, der König der Diebe. Und ich bin übrigens Marianne. Und wir freuen uns riesig auf euch. Und wenn ihr kommt, dann könnt ihr euch natürlich selbst davon überzeugen, wer die beste Bogenschützin im ganzen Land ist. Ich bin hier in der Schneiderei, wo unter anderem die Kostüme für die Oper Die Perlenfischer von Georges Bizet entstehen. Tauchen Sie ab November mit uns ein in ein packendes Drama rund um Freundschaft, Liebe und Verrat und entdecken Sie ein Werk, in dem eines der schönsten Duette der Opernliteratur erklingt und noch so viel mehr. Über 70 Jahre in der Hölle, in der nichts passiert. Das ist selbst für einen Teufel eine verdammt lange Zeit. So lange ist es her, dass wir hier in Graz die Oper
Schwander, der Dudelsackpfeifer, nicht mehr auf unserer Bühne sehen durften. Jaromir Weinberger war ein gebürtiger Jude. Und in der Zeit des Nationalsozialismus verschwand seine Musik wieder von den Bühnen dieser Welt. Dabei hätte das Stück alles. Schwelgende Melodien, für die es gelobt worden ist. Ein märchenhaftes Libretto mit volkstümlich anmutenden Charakteren. Also etwas für die ganze Familie, wo es ordentlich zur Sache geht und der Teufel nicht wirklich gut aussteigt. So wie wir jetzt eine große Freude mit der Beschäftigung an diesem Stück haben, so bin ich sicher, dass auch Sie, liebes Publikum, Ihre teuflische Freude an diesem Stück haben. Es ist ein bunter Abend aus der Zeit. Wir erzählen die Geschichte mit sehr viel Liebe zum Detail. Und es ist ein Riesengemälde, ein Riesenwimmelbild. Es gibt überall etwas zu entdecken. Die ganzen Figuren werden dieses Städtl hier in Graz zum Leben erwecken. Das für mich Faszinierendste an der Oper Morgen und Abend von Georg Friedrich Haas ist, dass wir es hier mit einem sehr berührenden Porträt von der Geburt und von dem Sterben eines Menschen oder des Menschen an sich zu tun haben. Erzählt wird nicht die biografische Geschichte des Fischers Johannes, sondern wir erleben durch die Augen seines Vaters, wie er auf die Welt kommt. Und dann in einem großen Schnitt plötzlich, wie er sich in diesem Zwischenbereich plötzlich befindet, indem er mehr und mehr begreift, dass er ins Jenseits hinübergleitet, dass er das Irdische verliert, dass er sich nochmal an alles, was das Leben für ihn ausgemacht hat, erinnert. Aber das finde ich das für mich Beglückendste eigentlich an dieser Erzählung, dass er, wie auch wir als Zuschauer, an die Hand genommen werden, dass wir also es nicht mit erschreckenden Tatsachen zu tun haben. So oft sind wir mit Tabuisierung vom Tod und vom Sterben an sich konfrontiert. Wir möchten uns eigentlich nicht sehr gerne damit auseinandersetzen. Georg Friedrich Haas, für mich einer der bedeutendsten Komponisten der Gegenwart, schafft es immer wieder, Zwischenbereiche aufzuzeigen und uns mitzunehmen eigentlich in eine Welt des bisher nicht Erfahrenen, ohne uns dabei zu erschrecken, sondern uns eigentlich auch selbst die Dinge, die uns dabei erschrecken, uns behutsam mitzuteilen. Liebes Publikum, dieses Jahr dürfen wir Ihnen Undine näher bringen. Die Geschichte dieser Nixe ist sehr persönlich für mich, denn ich hatte das große Glück in meiner Karriere einmal Undine tanzen zu dürfen und seitdem hat mich weder das Stück noch die Partitur losgelassen. Henze hat ein unglaubliches Werk geschaffen und hat in Zusammenarbeit mit dem Choreografen Frederik Eschten das gemeinsam geschaffen und entwickelt. Der Vater Tirrenio beschützt seine Tochter Undine, ein schillerndes Wasserwesen, aber Palemon, unser Held, verliebt sich bei der ersten Begegnung sofort in sie und er stellt seine Beziehung zu seiner Verlobten Beatrice direkt in Frage. Es gibt viel Emotion, große Gefühle an einer wunderschönen Reise. Wie sie endet, lassen Sie sich überraschen, indem Sie zu uns kommen und uns bei Undine besuchen. Viel Vergnügen! Ich stehe hier auf der Laderampe der Oper Graz. Hier werden die Bühnenteile angeliefert. Es fühlt sich ein bisschen an wie auf der Laderampe eines Schiffes,
mit einem Schiff hat die Oper zu tun, die wir Ihnen im nächsten Jahr präsentieren, die Oper Der fliegende Holländer. Auslöser für diese Oper war eine Flucht Richard Wagners vor seinen Steuerschuldnern in Riga. Gemeinsam mit seiner Frau floh er auf einem Schiff über den Ostsee. In der Nordsee kam es zu so gewaltigen Stürmen, dass das Schiff Not halten musste in Norwegen. In Norwegen ist auch die Geschichte des fliegenden Holländers angesiedelt. Eine Geschichte von Fluch, von der Suche nach Erlösung und Liebe. Und so wie Wagner irgendwann in Paris ankommt und dann an diesem Werk arbeitet, so kann man auch sagen, dass mit diesem Erlebnis des Sturmes, was seinen Niederschlag findet in einer enorm stürmischen Musik dieser Oper, dass mit diesem Erlebnis er tatsächlich auch bei sich ankommt und dass man davon sprechen kann, dass der fliegende Holländer sozusagen die erste wirklich gültige Wagner-Oper ist. Markantes Kinn, markante Nase, markante Musik. Hier steht seine Büste vor der Grazer Oper. Ja, den Fans von Richard Wagner und allen, die es noch werden wollen, sei neben dem fliegenden Holländer auch der Ring an einem Abend ans Herz gelegt. In zwei konzertanten Aufführungen führt uns die unvergleichliche Maria Happel im leichtfüßigen Duktus von Loriot mitten hinein in den Streit rund um den Ring des Nibelungen. Von der Wellenbewegung des Rheins bis zum Weltenbrand erklingen an einem Abend die packendsten Momente aus Richard Wagners Tetralogie. Das ist eines der wunderbarsten Musicals überhaupt aus der goldenen Ära, so zwischen den 40ern und 60ern. Und wir haben das Glück, dass wir nicht nur vier wunderbare Protagonisten haben, sondern ein durch die Bank ganz toll besetztes, hochmotiviertes, sehr talentiertes, komisches, schönes Ensemble haben. Und dieses Ensemble sollte man gesehen haben. And so the best that I can do is pray. Luck be a lady tonight. Luck be a lady tonight. Luck, if you've ever been a lady to begin with, luck be a lady tonight. Wenn diese Impressionen Ihnen Lust gemacht haben, so freuen wir uns darauf, Sie in der Saison 21/22 in der Oper Graz willkommen zu heißen.